Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Web-Talk. Was ich mitgebracht habe, sind so rund 20 Mini-Anwendungen. Wir haben es genannt in der Beschreibung zum Spielen und Erkunden. Eigentlich hatten wir, als wir das geplant hatten, nur 5 Anwendungen überlegt. Aber ich habe jetzt gedacht, ich mache mal so 5 Kategorien und zeige da einfach mal lauter verschiedene Sachen, die da sind, weil es einfach so vieles gibt, was dann auch so viel Spaß macht. Und ich denke, guckt es euch an und dann könnt ihr schauen, was ihr euch davon vielleicht auch auswählen wollt, was für euch am meisten relevant ist, was für euch auch einfach am meisten Spaß bringt. Und ich gebe meinen Bildschirm mal frei, dann können wir uns das gemeinsam angucken. So, hier haben wir das nochmal, Mini-Tools zum Spielen und Erkunden. Ihr habt die Folien unter kurzelinks.de webtalk-spiele. Das ist vor allen Dingen deshalb relevant, weil wie gesagt, wenn ich jetzt so rund 20 Sachen vorstelle, dann sind die natürlich auch immer mit Link drinnen. Also wenn man direkt dabei auch mit ausprobieren will und versuchen will, was kann ich denn damit machen, dann hilft es, wenn man einfach in den Folien ein bisschen mitliest. So, bevor wir da aber tatsächlich in die einzelnen Sachen reingehen und uns praktische Anwendungen angucken, habe ich ein Beispiel so ein bisschen vorangestellt, weil man daran vielleicht auch ein bisschen deutlich machen kann, was ist denn eigentlich jetzt gemeint mit solchen Mini-Anwendungen und gleichzeitig auch, warum ist das relevant und warum haben wir dazu eine ganze Web-Talk-Folge sozusagen aufgezeichnet. Und die Webseite, die ich mir rausgesucht habe, nennt sich endless.horse. Und wenn man auf diese Seite klickt, dann sieht man ein Pferd so in einer leichten, also so Schrift sozusagen gemacht und gezeichnet. Und wenn ich hier runter scrolle und nach unten gehe, dann stelle ich fest, dass es tatsächlich, wie der Titel sagt, ein unendliches Pferd. Weil ich kann scrollen und scrollen und scrollen und scrollen und dieses Pferd hört einfach überhaupt gar nicht mehr auf. So. Wenn man sich das so auf den ersten Blick anguckt, dann kann man natürlich sagen, was ist jetzt der Sinn davon? Was soll das Ganze? Wozu braucht es eine Webseite, die sich nennt endless.horse und ich finde da dann ein unendliches Pferd? Und ich glaube, hilfreich wird es, wenn man das in so ein größeres Ganzes einbettet. Und ich finde da immer ziemlich viele gute Begründungen bei der Mozilla Foundation, also bei denen, die unter anderem den Firefox-Browser machen, die das Internet bezeichnen als die weltweit größte Ressource für zukünftige Generationen und daraus dann auch ableiten, wenn das Internet gesund ist, dann ist sozusagen auch die Gesellschaft gesund und eine gesunde Gesellschaft kann wiederum auch zum gesunden Internet zurückwirken. Und man kann jetzt auf den ersten Blick sagen, wenn ich so eine Webseite sehe wie Endless Horse, dann kann man sagen, an sich ist es nur eine blödsinnige Spielerei. Aber man kann auch sagen, es ist ein Zeichen dafür, dass Menschen da sind, die Spaß haben an diesem Internet, die das nutzen, die da aktiv was beisteuern, die da vor allen Dingen auch gemeinsam Spaß haben, weil das natürlich was ist, was man teilt, worüber sich dann auch andere wieder freuen können und wo sowas eben auch einfach funktioniert. Also wo ich einfach so ein Internet-Quatsch machen kann, verbreiten kann und mich mit anderen darüber freuen kann. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz gutes Zeichen, dass es sowas gibt für was, was man hinkriegen möchte, was man dann vielleicht nennen kann, ein gesundes Internet für eine gesunde Gesellschaft. Die weiteren Anwendungen, die wir uns jetzt angucken werden, sind in den meisten Fällen jetzt mehr, also keine Angst, nicht gleich abschalten, als dieses Endless Horse. Das ist sozusagen nur um so einen Einstieg und zu zeigen, was überhaupt da ist. Sondern ich habe verschiedene Kategorien gemacht, wo ich einzelne Mini-Anwendungen jeweils rausgesucht habe und die dann kurz zeige und vorstelle. Also es geht darum, Technologie zu erkunden, Inspiration zu finden, damit dann auch was zu machen, was selbst zu gestalten oder zu entwickeln, Kollaboration ganz praktisch zu erleben oder auch so mini-offene Web-Tools zu haben, die man nutzen kann. Ich habe für euch diese ganzen Sachen nochmal zusammengestellt. Das ist der Link, den ihr da findet, quasi einzeln, damit ihr auch nicht die ganze Präsentation durchgehen müsst. Da habt ihr es dann gleich verlinkt und könnt direkt anfangen auszuprobieren und zu spielen. Und was allen Mini-Web-Anwendungen jetzt sozusagen gemein ist, ist, dass man nie davon ausgehen kann, dass es jetzt das eine große Tool, was ich in jeder Schulstunde oder in jedem Bildungsangebot verwenden werde. Aber was schon ist, ist, dass ich das nutzen kann, um das mal zu zeigen und um Schülerinnen und Schüler oder auch Lernenden in irgendwelchen anderen Kontexten Lust zu machen, auf dieses offene Internet, sie da so ein bisschen reinzustupsen und eben zu zeigen, das ist möglich
und damit dann gleichzeitig so ein bisschen das Bewusstsein zu wecken. Wenn du möchtest, dass sowas auch spät, also noch zukünftig auch möglich ist, dann überleg dir, wie das gestaltet wurde, wie das passiert ist und denk vielleicht auch nach, in was für eine Art und Weise kannst du dich vielleicht auch selbst einbringen und sowas mitgestalten. Also das ist so ein bisschen der rote Faden, der jetzt bei diesen ganzen Kategorien mit dabei ist. So, damit kommen wir schon in den ersten Bereich Technologie erkunden. Da sind es die meisten Sachen, die man sich angucken kann. Es ist die Frage von KI, ist von maschinellem Lernen, ist ganz, ganz viel mit Bilderkennungssachen. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, das ist hier als erstes verlinkt, Zeichnen mit KI, was ziemlich nett gemacht ist, wo man einfach mal gucken kann, wie funktioniert so eine automatische Bilderkennung auf Grundlage, wenn man das füttert, mit ganz vielen Sachen, die man vorher sozusagen als eine Datenbank aufgenommen hat. Und hier ist es, dass ich hier rechts oben nach einer Kategorie auswählen kann. Also zum Beispiel kann ich nach Katze auswählen und es wird erkannt, was ich beginne zu zeichnen und quasi darauf aufbauend, was ich begonnen habe zu zeichnen, weitergezeichnet auf Basis der Daten, mit dem eben diese Software gefüttert ist, wie andere Menschen sowas zeichnen. Und das Einfachste ist, also wenn ich beginne, so eine Katze zu zeichnen, dann mache ich das meistens so. Und jetzt nehme ich meine Maus mit und man sieht, es ist nicht überraschend, so werden die meisten Menschen anfangen, eine Katze zu zeichnen und es wird dann sozusagen vervollständigt. Und das ist jetzt quasi, kann man sagen, wenig spektakulär, aber man kann sich das angucken, man kann hier unterschiedliche Kategorien sich angucken und ich kann zum Beispiel auch einen Wecker als eine Alternative nehmen und kann sagen, was passiert denn dann, wenn ich sozusagen den Kreis zeichne, jetzt habe ich den da drauf gezeichnet, wir schmeißen den erst nochmal in den Papierkorb, dann sieht man das besser, mache ich also wieder diesen Kreis und dann sieht man, aha, wie fangen denn dann Menschen an, einen Wecker zu zeichnen und wie wird das gestaltet. Also einfach ein Beispiel als so eine Mini-Anwendung, die unwahrscheinlich viel Spaß macht, rumzuspielen und einfach mal zu gucken, wie funktioniert so Bilderstellung dann in diesem Fall und wie erkennt so eine künstliche Intelligenz, was hier angefangen wurde zu malen und wie kriegt es die dann auch vervollständigt. Das war ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Viel mehr komplexere Dinge sind dann da, wenn man in den wissenschaftlichen Bereich reinguckt und sich dann tatsächlich anguckt, wie Forscherinnen und Forscher versuchen, das, was sie in diesem Bereich erkunden oder versuchen sichtbar zu machen, in so Art wissenschaftlichen Papieren veröffentlichen, wo sie gleichzeitig versuchen, eine Art Demo zur Verfügung zu stellen und eben zu zeigen, was sie da konkret gemacht haben. Und das ist ein Beispiel dazu, wo man auch ganz viel ausprobieren kann, wo trainiert wurde, aus einer Skizze ein reales Bild zu zeichnen. Und es geht hier an verschiedenen Sachen. Also ich kann hier so Beispielskatzen sozusagen zeigen und dann eben jeweils immer gucken, was dann an für Katzenbilder rauskommen. Und das Spannende an diesem ist aus meiner Sicht vor allen Dingen, wo man sieht, wie wenig perfekt das noch oft ist. Also wenn ich hier so eine Katze kriege, wo sozusagen ein Auge noch fehlt, dann kann man daraus natürlich ganz viel sich überlegen, wie funktioniert denn da dann eigentlich so eine Bilderkennung und was funktioniert dann eben gerade auch noch nicht. Und was ich ganz genauso auch machen kann, ist, dass ich das eben rauslösche und dass ich dann versuche, da komme ich jetzt wahrscheinlich mit meiner Katze überhaupt kein bisschen weiter, wie ich hier Katzen zeichnen kann. Aber so könnte man das auch versuchen und sich das dann sozusagen selber drüber laden. Das braucht dann immer kurz, weil sozusagen das ganze Modell da dann erstmal runtergeladen wird. Und dann wird es drüber gesetzt und man kriegt in irgendeiner Form eine Ausgabe dann davon, wie dann diese Katze aussehen könnte. Und gleiches, wie wir oben diese Katze haben, kann man das machen mit Häuserfassaden hier unten oder es gibt auch die Variante von Schuhen und es gibt eben auch die Variante von Taschen. Und das ist was, da kann man auch unwahrscheinlich viel Zeit reinstecken und einfach sagen, ich experimentiere damit und ich probiere das aus und ich schaue mir einfach mal an und ich tausche mich dann auch darüber aus, was da sozusagen sein kann. Also hier jetzt, mein Bild ist da und man sieht natürlich, dass so eine Katzenskizze wenig erkannt werden kann, aber auch da kann es dann natürlich darum gehen, wie gut muss das sein, dass da tatsächlich am Ende eine Katze dabei rumkommt. Wenn wir nicht im Bereich von Bild sind, sondern im Bereich von Sprache sind, und das ist dann auch mal ein Beispiel, was deutschsprachig ist, warum ich das ganz schön finde,
Das ist eine Person, die über den Prototype Fund gefördert wurde. Also mit dem Prototype Fund wird Open Source Software finanziert. Und der hat eine Untersuchung dazu gemacht, wie sich Sprache in Kommentaren verändert hat und wie Wörter sozusagen zu anderen Wörtern im Zeitverlauf ähnlich wurden oder eben auch nicht ähnlich wurden. Und also spannend ist zum Beispiel dieser Bereich hier unten, den man da direkt vorgespielt kriegt, dass man sich angucken kann, mit was war denn in den Kommentarspalten in den letzten Jahren der Begriff Mittelmeer verbunden. Und wenn man diese Sache hier durchspielen lässt, dann sieht man eben, dass sich die Begrifflichkeit von Mittelmeer sehr, sehr verändert hat über den Zeitverlauf, dass wir am Anfang ja eben einfach von Meer, von Küste und von Ähnlichem ausging und mit der Zeit dann der Kontext viel stärker war, Ertrinken, Schlauchboot, Flüchtlinge und Ähnliches. Also das ist eine Untersuchung, wo es dann gar nicht geht um ich zeichne und das wird was weitergemacht, sondern das ist eine Untersuchung darüber zu sagen, wie sind Worte mit anderen Worten verbunden und man kann dann eben auch andere Wörter auswählen und damit spielen und sich das als eine Grundlage machen. Also auch hier eine Möglichkeit, was kann ich mit Technologie zum Ausdruck bringen, wie kann ich auch Sachen erforschen und ich sehe natürlich auch gleichzeitig immer, wo sind dann vielleicht auch noch Grenzen da dran. Ja, eine weitere Sache habe ich hier noch, die dann gar nicht in den Bereich künstliche Intelligenz so stark reingeht, aber mir gut gefällt, einfach weil sie so simpel ist. Und zwar ist es eine Programmiersprache, Programmiersprache ist vielleicht fast schon zu viel, also ein kleines Programmiertool, mit dem ich Audio gestalten kann. Und diese kleine Sache, die hier steht, ist sozusagen schon ein erstes Stück, was ich über, wenn ich Run klicke, einmal spielen lassen kann. Und der Spaß daran ist, dass ich eigentlich von Programmierung nicht viel verstehen muss und einfach sagen muss, ich kann hier dann mal ausprobieren. Und wenn da einmal C3D3E3 steht, schreibe ich jetzt hinter C3 nochmal zweimal C3 dazu und höre mir an, wie sich dann die Melodie anhört. Oder ich mache hier bei dem Rhythmus statt 4 und 8, mache ich vielleicht 4 und 4 und guck mal, was dann in irgendeiner Form passiert. Also das eine sehr, sehr niederschwellige Möglichkeit, um zu verstehen, was ich mit einer Programmiersprache gestalten und erkunden kann und das eben rauszufinden, einfach durch so eine Ausprobierart und Weise. Und man kommt relativ schnell dann auf die Sache, dass ich hier dann tatsächlich kleine Stücke spielen kann. Hier oben rechts in der Ecke gibt es die Docs dazu. Da ist es dann nochmal ausführlicher erklärt. Aber vom Grundsatz komme ich schon weit, wenn ich einfach sage, ich starte mal, lass das mal spielen und probiere dann eben einfach aus und schreibe in irgendeiner Form irgendwas mit dazu. So, und als letztes habe ich noch mit dazu geschrieben, aber das gucken wir uns jetzt gar nicht ausführlicher an, aber da findet man natürlich nochmal Massen mehr an diesen Sachen. Das sind die sogenannten Google-Experimente. Die meisten davon funktionieren auch online, einfach im Browser. Also ich kann das aufmachen, dann starten. Gibt es auch ganz viel mit künstlicher Intelligenz, also solche Zeichnen-Tools, die wir gesehen haben. Da kann man auch unwahrscheinlich viel machen und sie haben den großen Vorteil, dass sie oft auch sehr, sehr niederschwellig nutzbar sind. Also gerade wenn ich das mit Schülerinnen und Schülern machen möchte, die sind dann eben auch von der Usability her wahrscheinlich noch mal ein gutes Stück einfacher als jetzt andere Sachen, die wir uns hier in dieser Rubrik angeguckt haben. Aber der Vorteil an diesen anderen Sachen ist dann eben gerade auch, weil die so handgemacht sind von einzelnen Menschen, haben die natürlich gerade auch den Charme und das, was ich eingangs gesagt hatte, Spaß zu haben mit dem offenen Netz, wird aus meiner Sicht besonders gut dann auch durch diese einfachen und eher handgemachteren Tools vermittelt. Ja, zum nächsten Bereich. Was man auch natürlich wahnsinnig gut machen kann, dass man das Internet nutzt als eine Inspirationsquelle. Und da kann man natürlich dann ganz unterschiedliche Sachen damit machen im Unterricht. Also ich habe hier diesen ersten Link, wo es um sogenannte vergessene YouTube-Filme geht. Also so vergessen sind sie doch gar nicht, sondern es sind im Prinzip Clips, die hochgeladen wurden unter irgendeiner komischen Bezeichnung und die bis jetzt sich noch kein Mensch oder höchstens ein Mensch angeguckt hat. Und das ist eine Fundgrube, wenn ich hier draufklicke, was ich da dann in irgendeiner Form sehe oder was mir vorgespielt wird. Was ganz verschiedene Sachen sind, wo man damit rumspielen kann und was man machen kann. Und das ist was ich mir total gut vorstellen kann, dass man das zum Beispiel
im Fremdsprachenunterricht sagt und quasi das nutzt, so ähnlich wie ich auch sagen könnte, ich mache eine Webcam im Zoo an oder eine Webcam auf irgendeinem öffentlichen Platz und man muss dazu reden und muss dazu erzählen, was man denn in irgendeiner Form sieht, könnte man natürlich genauso auch mit den vergessenen YouTube-Filmen machen. Aber ich könnte es ganz genauso auch in so einen Kontext einbetten, dass ich zum Beispiel über Medienkompetenz mich unterhalte und sage, was präsentiere ich von mir, was überlegen sich diese Menschen, dass solche Filme hochgeladen werden, warum wird das gemacht, warum nicht auch irgendwie anders, warum guckt sich das niemand an, warum wird das nicht verbreitet. Also da ergeben sich ja dann ganz, ganz viele Folgefragen, über die man sprechen und über die man diskutieren könnte. In eine ähnliche Richtung, also wenn wir dieses freie, spontane Sprechen haben oder eben auch spontanes, kreatives Schreiben zu irgendwas, bieten sich ganz, ganz viele Tools an, mit denen man in irgendeiner Form Zufallsgenerierung machen kann. Ich habe da einige verlinkt hier unten und ich zeige jetzt vielleicht einfach mal dieses Beispiel von so einer mittelalterlichen Stadt, die ich generieren kann. Jedes Mal, wenn ich quasi wieder die Seite neu lade, sieht die Stadt, die mir angezeigt wird, anders aus. Und ich könnte dann sagen, wir schreiben Geschichten dazu, was passiert jetzt gerade, wer bewegt sich hier durch diese Stadt, was gibt es hier für verschiedene Sachen. Und das Schöne ist eben, wenn mir so eine Grundkarte gefällt, habe ich hier noch die verschiedensten Möglichkeiten, auch die Einstellung so vorzunehmen und sie dann eben zu exportieren und auch für irgendwas anderes zu verwenden. Aber die Grundlage ist eben erstmal, es ist eine Zufallsgenerierung. Jedes Mal, wenn ich draufklicke, zeigt es mir eine andere Stadtform an. Und in eine ähnliche Art und Weise, wie ich dann hier diese Karten machen könnte, kann ich auch Gefängnisse und Kerker mir produzieren lassen oder Planeten produzieren lassen. Und es gibt noch viele, viele Tools mehr, aber das sind jetzt einfach mal einzelne Beispiele. So, was auch möglich ist, ist, sich einfach mal anzugucken, was Menschen auf eine sehr einfache Art und Weise gestaltet haben. Und es ist tatsächlich von so Individuen, die sowas hochstellen. Das ist hier ein Beispiel, dass man sich anguckt, wie hat sich die Erde im großen Zeitverlauf entwickelt und ist einfach gebastelt quasi so, dass man hier durchscrollen kann und am Anfang eben erstmal scrollt, 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 scrollt und nach oben geht und man dann irgendwann dahin kommt, dass man sagt, wie viele Billionen Jahre man da jetzt übersprungen hat, nämlich 4 Billionen Jahre und es dann eigentlich erst losgeht, zum Beispiel mit den ersten Lebewesen. Also es ist auch eine ganz, ganz einfache Art und Weise, im Prinzip einfach, aber doch eine sehr eindrückliche, um so einen Eindruck zu kriegen über einen Zeitverlauf, was wahrscheinlich, wenn ich das in einem Buch darstelle oder Ähnliches darstelle, viel, viel schwerer möglich wäre und hier eben auf eine sehr sympathische Art und Weise gemacht wird. Wer noch mehr solche Inspirationen und auch so ein bisschen Spaß vielleicht sucht, dem empfehle ich hier unten noch als Bonusseite neil.fun, wo ich erstmal ganz viele so Minispielchen habe, was ich machen könnte. Aber gerade wenn ich Sachen auch erkunden möchte und dann auch mit so einem Bildungsanspruch vielleicht sowas habe, gibt es zum Beispiel hier diesen Bereich, wer hat zu diesem Zeitpunkt gelebt? Und ich könnte jetzt eingeben, meine Urgroßmutter zum Beispiel ist 1910 geboren. Wer hat denn da ansonsten noch gelebt, um so ein Zeitverständnis in irgendeiner Form hinzukriegen? Also es ist auch jetzt kein großes Tool, aber doch ein Tool, was vielleicht mal Spaß macht, um so eine Inspiration zu kriegen, um was erkunden zu können. Oder was auch nett ist, um so ein Verständnis zu kriegen für Reichtum und Anhäufung von Reichtumskonzentration ist, dass ich mir angucken kann, das Geld von Bill Gates. Was könnte ich denn dafür kaufen? Und ich kriege natürlich schnell mit, dass wenn ich hier Flipflops kaufe, dass das nicht wirklich das Vermögen schmälert. Aber selbst wenn ich hier runtergehe und mir Ferraris kaufe oder Ähnliches, sehe ich, dass doch noch ziemlich, ziemlich, ziemlich viel von diesem ganzen Vermögen da ist. Also auch das eine einfache Art und Weise, sowas vielleicht darzustellen, sowas zu zeigen, vielleicht auch zu oberflächlich, vielleicht auch zu einfach, aber in jedem Fall dann eine Möglichkeit, um darüber ins Gespräch zu kommen. Und das sind jetzt einfach nur einzelne Sachen, die ich hier aus dieser Seite vorgestellt habe. Aber es gibt insgesamt noch viel, viel mehr. Da kann man sich einfach mal durchklicken oder kann zum Beispiel auch sagen, wenn man eine Vertretungsstunde hat oder eine Freistunde hat, zu sagen, hier, das wäre doch mal was, erkundet das mal ein bisschen und schaut euch an, was es hier für verschiedene Sachen gibt. Ja, das war der Inspirationsbereich. Und dann klicke ich auch weiter in den nächsten Bereich,
selbst gestalten und entwickeln. An sich haben wir schon jetzt sehr, sehr viel selbst gestaltet und entwickelt, also auch bei den Bereichen, die wir gerade eben gemacht haben. Was jetzt in dieser Rubrik selbst gestalten und entwickeln noch ein bisschen anders ist, ist, dass der Fokus darauf liegt, ich möchte was produzieren, was ich dann auch wirklich runterladen kann oder was ich einfach auch so über das Netz dann weiter verbreiten kann. Und ein sehr schönes, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen will, ob als Tool oder als Spiel, was man dazu machen will, ist das sogenannte Flick-Game, was sich zuerst sehr, sehr unspektakulär anschaut. Und ich kann es jetzt auch tatsächlich nur ganz, ganz kurz zeigen. Man kann da doch, glaube ich, viel, viel mehr dann eigentlich damit machen. Das funktioniert so, dass ich hier unten Farben auswählen kann und dann was mit diesen Farben hier malen kann. Und ich dann festlegen kann, also ich habe jetzt hier ja Rot und Blau verwendet, dass ich sagen kann, wenn jemand auf das Rote draufklickt, solle er zum zweiten Kasten kommen. Und wenn jemand auf das Blaue draufklickt, soll er zum dritten Kasten kommen. Und dann könnte ich den zweiten Kasten, da könnte ich dann wieder das Rot wählen und das Rot dann jetzt deutlich vergrößern. Und wenn man hier auf Rot draufklickt, könnte ich sagen, soll man wieder zurückkommen zu 1. Und bei dem dritten Kasten könnte ich dann das Blau vergrößern. Und auch wenn man auf dieses Blau dann draufklickt, sollte man dann zurückkommen zu der 1. So, das ist jetzt nichts Besonderes gezeichnet. Es gibt Menschen, die sich tatsächlich sehr, sehr künstlerisch hier hinsetzen und so ein Flick-Game malen und dann zum Beispiel von so einer kleinen Perspektive kommen. Also ich habe Beispiele gesehen, wo jemand einen Spielplatz gemalt hat und wenn ich dann eben auf den Sand in der Sandkiste klicke, dann komme ich zum Bild, wo die Sandkiste dann ganz groß da ist und wo ich das noch weiter erkunden kann, was dann da in irgendeiner Form sich ergibt. Man kann auch nur so abstrakte Sachen, so wie ich das jetzt gemacht habe, mit verschiedenen Kugeln oder verschiedenen Formen, natürlich auch sehr, sehr viel spielen, wie man dann hin und her springt. Und die Art und Weise, wie ich das dann nutzen kann, ist, dass ich das entweder exportieren kann, dann habe ich das einfach runtergeladen als eine HTML-Datei, kann das dann irgendwo verbreiten. Also wer zum Beispiel auch die Folge mit Twine gesehen hat, weiß das, dass man das darüber dann machen kann. Oder ich habe auch die Möglichkeit, wenn ich bei GitHub angemeldet bin, da ist es also nicht mehr ganz offenes Dev-Tool, dann kann ich das direkt hier auch verbreiten und dann ist mein Flick-Game gleich online. Und da kann ich es euch jetzt im Prinzip auch zeigen, also hier, wie ich das gemacht hatte. Wenn ich da draufklicke, dann springe ich sozusagen zwischen diesen verschiedenen Frames hin und her. Also so aus meiner Sicht ein total niedliches Tool, was überhaupt nicht komplex ist, aber mit dem man, glaube ich, sehr, sehr viel machen kann und was aus meiner Sicht doch sehr unterschätzt wird. Also ich glaube, da kann man viel Zeit, Lust und Energie reinstecken und wirklich sehr, sehr nette Ergebnisse auch produzieren. So, ja, da kann ich rausgehen. So, dann schauen wir nochmal, was es hier noch gibt. Es gibt noch das Sandspiel, also jetzt sind wir mehr so in dem Bereich Spiele. Da gibt es die Möglichkeit, dass hier mit verschiedenen Elementen gespielt wird und diese verschiedenen Elemente sozusagen verschieden miteinander reagieren. Das habe ich hier unten in der Info drinnen, wie das sozusagen im Einzelnen ist. Also Wasser löscht Feuer, sowas hätte ich mir jetzt wahrscheinlich gedacht. Die Wände sind sehr stabil und können sozusagen nicht gesmashed werden oder ähnliches. Und auf diese Art und Weise kann ich hier so ein erstes Bild malen und gestalten und kann das dann spielen lassen, sozusagen die Elemente miteinander interagieren und auf diese Weise dann ja Bilder entstehen lassen. Das ist also auch eine Möglichkeit, wie ich sozusagen selbst was gestalten oder entwickeln kann. Und ein Tool, was mir total gut gefällt, zeige ich euch das hier noch kurz, ist das rekursive Zeichnen. Das wirkt ähnlich wie das Flick-Game zuerst mal total unspektakulär, weil ich hier so verschiedene Bereiche, also so Formen habe, nämlich und auch nur zwei, also ein Kreis und ein Viereck, und die hier reinziehen kann. Das Erste, was ich damit machen kann, ist, dass ich aus verschiedenen Formen, die ich habe, quasi eine Zusammenform machen kann. Also jetzt wirkt es, als ob das ein zusammengewachsener Kreis ist und ich kann genauso auch sagen, wenn ich hier dieses Viereck noch mit dazu nehme und es hier draufsetze und dann noch ein bisschen verkleinere, dann würde ich noch ein Stück verkleinern,
hier zu einem Herz kommen. Nicht ganz perfekt, aber ihr erkennt den guten Willen. So. Also das ist das Erste, was ich machen kann. Aber das ist noch nicht so, finde ich, besonders, dass man einfach aus dem Kreis oder aus dem Viereck natürlich neue geometrische Formen machen kann. Aber was das Spannende ist, ist, dass ich dieses Teil dann hier nochmal reinziehen kann und sozusagen das dann jetzt wiederholt, was ich davor gezeichnet habe. Also wenn ich hier dieses Herz gezeichnet habe und es dann jetzt reinhole, dann wird wieder das Herz gezeichnet, das nächste Herz gezeichnet, das nächste Herz gezeichnet. Und wenn ich mich hier dann dran klicke und sage, ich verkleinere dieses in der ersten Größe, dann wird es danach in der Folge ebenso weiter verkleinert und die Reihe wird sozusagen fortgesetzt. Und das ist was, das wirkt zunächst so, naja, was will ich denn damit machen? Und dann fängt man halt einfach mal an, so ein bisschen zu zeichnen. Aber ihr hattet es vielleicht auch gesehen, hier auf der Startseite, wo wir hier drauf gekommen sind, gibt es so einen kleinen Clip, den kann man sich einfach zum Einstieg mal angucken, wie viel man da gestalten kann und wie viel man dann vor allen Dingen auch nachdenken und überlegen kann, was sich aus einer Form, wenn die sich immer wieder wiederholt, was ich dann daraus Neues gestalten kann. Also das ist auch was völlig unspektakulär, völlig einfach auf den ersten Blick, aber dann was, woraus unwahrscheinlich viel rauskommen kann. Und eine Sache zeige ich euch auch noch aus dem Bereich, weil das auch so super einfach ist und was kann man, glaube ich, für viel, viel nutzen. Das ist die Webseite Skrich, ich weiß gar nicht, wie man sie aussprechen kann, also skri.ch. Und wenn man die öffnet, dann komme ich einfach auf eine völlig leere Seite. Und was ich hier machen kann, ist, dass ich was zeichnen kann, also hier jetzt meinen wunderschönen Kreis, und das Ganze dann speichere. Und sobald ich das gespeichert habe, bekommt dieses Zeichen, was ich jetzt gemacht habe, eine URL. Diese URL könnte ich jetzt weitergeben, also diesen Link, und jemand anderes könnte daran weiterzeichnen. Und sobald die nächste Person dann auch sagt, jetzt bin ich hier in irgendeiner Form mal zufrieden damit, könnte das wieder abgespeichert werden. Und wir haben einen neuen Link, der Link könnte weitergegeben werden und dann kann daran weitergezeichnet werden. Und vom Grundprinzip ist es so, also man kann das entweder machen mit so Fortsetzungsgeschichten, also ich habe ein erstes Ding und ich gebe das dann immer weiter. Genauso, und das finde ich ist die viel spannendere Variante fast noch, ist für so Kennenlernrunden oder ähnliches, dass ich eben ein Grundelement vorgebe, diesen Link dann teile mit einer größeren Lerngruppe und dann alle daran weiterzeichnen und am Ende zeigen, was haben sie denn aus diesem Anfangsteil gemacht und wie vielfältig sind dann zum Beispiel auch die Sachen, die daraus entstanden sind oder eben gerade auch wie nicht vielfältig. Und sowas dann zum Beispiel in Kombination zu nehmen mit diesem, was wir ganz am Anfang gesehen haben, mit diesen Zeichenmöglichkeiten, ist, glaube ich, eine total spannende Sache, wo man sehr viel auch drüber nachdenken kann, was sind Bilder im Kopf, wie bringen wir die zum Ausdruck, wie kann man damit umgehen. Also das ist auch eine Sache, ist sehr einfach zu nutzen, weil es einfach nur eine leere Webseite ist, aber aus meiner Sicht, glaube ich, sehr, sehr vielfältig. Ja, und zwischendrin übersprungen haben wir virtuell Domino spielen, macht auch total Spaß, also kann man so eine ganze Domino-Bahn ausbauen und dann eben gucken, ob der letzte Stein auch tatsächlich umfällt. Also da ist relativ viel zu machen. So, fast schon letzter Bereich, müssen wir auch gucken, dass wir mit der Zeit ein bisschen hinkommen. Hier sind einzelne Links dargestellt, wo ich Kollaboration ganz direkt erleben kann und mir angucken kann. Und eine Webseite, die es schon ziemlich lange gibt, also ich glaube so 2006 wurde die, glaube ich, gestaltet, also tatsächlich schon lange her, ist Papierflugzeuge auf Weltreise schicken. So, da, was ich damit machen kann, ist, es funktioniert nur, wenn ich das über ein Smartphone mache. Hier auf dem Desktop kriege ich sozusagen nur die Darstellung, einmal was die Idee dahinter ist. Aber das Prinzip ist, dass ich ein Blatt virtuell dargestellt kriege. Auf dieses Blatt kann ich stempeln, wo ich mich gerade befinde. Also je nachdem, ob ich das eben freigegeben habe in meinem Smartphone oder nicht. Danach kann ich mein Smartphone nehmen und so eine Schwungbewegung machen, als ob ich den Papierflieger losschicken lasse. Und dann bewegt sich dieser Papierflieger, virtuell natürlich, mit allen anderen, die irgendwann mal auf Reisen geschickt werden, um die Welt. Und was dann das Spannende ist, dass ich so einen kleinen Kescher kriege, sobald ich das erste Mal was losgeschickt habe und anfangen kann, selber solche Sachen einzufangen, solche kleinen Papierflugzeuge, die andere gestartet haben. Ich kann das dann aufklappen und kann mir dann sagen, wo waren diese Papierflieger schon überall? Und ich stelle dann eben fest, da hat jemand einen losgeschickt aus Moskau oder aus Nairobi oder
woher auch immer. Und ich habe jeweils auch den Stempel dazu, zu welchem Zeitpunkt es losgeschickt war. Also eine total schöne Art und Weise, wo man sieht, wie viele Menschen eigentlich in diesem Internet aktiv sind und das sozusagen nutzen und mitmachen. So, alle Farben benennen ist auch so ein kollaboratives Projekt, wo man, wo alle Menschen aufgerufen sind, eine Bezeichnung zu finden für jede mögliche Farbe, die es gibt. Das könnt ihr euch dann noch selber anhören. Ich gucke mir jetzt noch eine Sache mit euch gemeinsam an, weil ich das auch sehr, sehr schön finde. Das ist eine Installation, wo vorgeführt wird, wie sozusagen in der Wikipedia editiert wird. Es braucht kurz zu laden, dass man das sozusagen hat. Und dann klickt sozusagen jedes Mal ein kleiner Ton auf, wenn jemand ein Edit in der Wikipedia vorgenommen hat. Ich kann das hier unten noch eingrenzen, also dass ich sage zum Beispiel, ich möchte nur die deutschsprachige Wikipedia in irgendeiner Form mit berücksichtigt wissen und kann mir dann sozusagen dieses Konzert hier anhören, was durch kollaborative Gestaltung von vielen Menschen hier im Netz erfolgt. Also eine Seite dann noch hier unten mit Remix experimentieren, wenn man das ausprobieren will. Da kann man ganz viele unterschiedliche Sachen mit eigenen Beschriftungen machen und dann jeweils runterladen und weiter nutzen. Schaut euch das einfach an, das ist relativ selbsterklärend. Ja, und in der letzten, im letzten Bereich habe ich hier noch kleinere Tools, weil wir haben uns im Laufe von dieser Reihe ja schon sehr, sehr viele Tools angeguckt. Darum habe ich nur noch so ein paar Mini-Tools tatsächlich gemacht, die ich ganz nett fand, aber ja, die man jetzt auch nicht unbedingt braucht, aber die eben diesen Spaßcharakter und das offene Internet kann viel, viel Freude machen mit beinhalten. Das eine finde ich vor allen Dingen so, wenn man eben sich mit Fremdsprachen beschäftigt, da kann ich mit einem Klick in ganz, ganz viele Sprachen übersetzen und das dann auch vergleichen miteinander, wie sieht es aus. Hier unten sind zwei Sachen, wenn ich Links mal auf eine andere Art und Weise gestalten will, dann kann ich QR-Codes mit meinem eigenen Bild drin machen oder ich habe hier einen Emoji-Link-Kürzer, wo der Link dann sozusagen nicht einfach ein Kurzlink wird, sondern mit Emojis angezeigt wird. Persönliche Zettelpins ist nochmal ein super einfaches Tool, wo ich hier klicken kann und mir verschiedene Notizzettel festsetzen kann. Das ist nur auf einer individuellen Ebene und basiert einfach nur ganz normal im Browser. Aber ist eine Sache, hat auch eine Person einfach für sich selbst irgendwann mal programmiert und das dann freigegeben. Und ich nutze es tatsächlich gerne. Also wenn ich so eine Mini-To-Do-Liste brauche und eher unterwegs bin, dann sage ich, okay, ich setze mir hier meine verschiedenen Karten rein und kann die dann danach zumachen, wenn ich es sozusagen erledigt habe. Also auch das ist ein ganz, ganz simples Tool, was man vielleicht nutzen kann. Und diese Liste hier unten, die ich euch gezeigt hatte, wo ich die ganzen Tools nochmal extra zusammengestellt habe, die ist mit dem Tool gemacht, txt.foryourinformation, also eine super einfache Möglichkeit, um eigene Inhalte ins Netz zu bringen. Wenn ich da vorne bin, dann sieht es so aus, ich starte einfach, schreibe hier was rein. Ich kann da mit Markdown-Unterstützung schreiben. Ich veröffentliche das dann und meine Webseite steht da. Und das ist vor allen Dingen auch ein schönes Tool, um solche interaktiven Geschichten im Netz zu verstecken. Also, dass man sagt, klicke hier oder klicke hier. Hat auch gleich so ein bisschen einen Aufwand, dass man sich überlegen muss, wie gestalte ich das gut, weil man meistens ganz, ganz hinten hier anfangen muss und dann sozusagen sich nach vorne arbeiten muss zu den weiteren Links. Aber wer mit dabei war und zum Beispiel Twine kennengelernt hat in einem früheren Web-Talk, wo wir auch so interaktive Geschichten gemacht haben, hat das hier natürlich den Vorteil, dass es einen total großen Reiz hat, wenn ich sowas in so einem offenen Tool schreibe, weil das ja wie so ein Ding ist, was ich dann im Internet versteckt habe für alle, weil es einfach aufrufbar ist über einen so einen Link und ich kann mich auf verschiedenen Links weiterklicken und dann mir nach und nach die Geschichte erschließen. Wenn ihr jetzt immer noch nicht genug habt und auch Lust habt, noch so ein bisschen richtig Internetquatsch zu spielen, also sowas wie das unendliche Pferd, was wir ganz zum Anfang uns angeguckt haben, dann gibt es hier noch den Bonusbereich des unnützen Internets, wo ihr verschiedene Varianten habt, kann man Mauern zerschmeißen oder Koala-Bären finden oder wie ein Hacker tippen, schreibt man irgendwas und das wird ein super cooles Programmierding. Und es gibt auch eine Übersichtswebseite sozusagen, wo man sich auf eins nach dem anderen auf eine
weitere Seite quasi weiter leiten lassen kann, die zuordnenbar ist in diesem Bereich der Useless Web, wenn man es so bezeichnen will. Ja, soweit sozusagen als ein erster Überblick über verschiedene Varianten, die man machen kann von Mini-Anwendungen, die man nutzen kann. Es war wieder sehr, sehr viel jetzt in der guten halben Stunde, was ich gezeigt habe. Aber hoffentlich so ein erster Anstups, vielleicht zu sagen, ach ja, war doch, da gibt es doch ganz, ganz viel Spannendes. Das ist vielleicht nicht dieses Tool, was ich immer und überall verwenden werde, aber auf jeden Fall habe ich so einen Eindruck davon gekriegt, zu sagen, das offene Internet kann total viel Spaß machen und es lohnt sich, diesen Internet-Quatsch, wenn man es einfach bezeichnen will, oder eben auch diese Mini-Anwendung, diese Möglichkeiten, die man da finden kann, auch im Bildungsbereich aufzugreifen und da zu nutzen. Wenn ihr das versucht, wünsche ich euch dabei ganz viel Spaß, ganz viel Freude und vielleicht ist diese Liste, die ich hier in diesem Web-Talk gegeben habe, so ein erster Anstoß, um damit zu beginnen. Ja, viel Spaß damit.